Moin Moin zusammen. Ja, ich habe mir wahrscheinlich gerade das schönste Wetter ausgesucht, ein neues Projekt zu starten. Lass mal eben kurz ins Gewächs rausgehen. So, hier sind wir auf jeden Fall ein bisschen geschützter vor dem Regen. Oh, wieder ein Sauwetter ausgesucht. Ja, was können wir machen, ne? Auf jeden Fall, Freunde, wisst ihr ja, dass beim letzten Gartenrundgang mein Folientunnel platt gegangen ist durch den Sturm. Wer den Gartenrundgang noch nicht geschaut hat, ich verlinke euch mal oben. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, das heißt, ich habe da wieder freie Fläche. Und da habe ich überlegt, was mache ich da? Mache ich da jetzt ein Beeten? Was hat da wieder ein Gewächshaus hin? Was für ein Gewächshaus? Und was ist es endgültig geworden? Ein Gewächshaus wie dieses hier. Ich habe mir das gekauft. Ich glaube, unterste Preiskategorie, ungefähr 350 Euro habe ich bezahlt. Das Fundament wurde auch schon aufgebaut und eingegossen. Und jetzt fängt es gerade an, stärker zu regnen. Ja, super Wetter. Auf jeden Fall bauen wir heute das Gewächshaus zusammen und noch ein paar Kleinigkeiten machen wir. Knoblauch stecken, ist es nämlich jetzt auch langsam Zeit wieder, und Zwiebeln stecken, also es gibt auf jeden Fall einiges zu tun heute. Wenn das Wetter heute einigermaßen mitspielt, ich hoffe es doch, dann schaffen wir wenigstens heute das Grundgerüst von den einzelnen Seitenwänden, Vorderwand, Hinterwand, alles zusammen zu bauen. Aber ich glaube, das Wetter ist heute nicht auf unserer Seite. Und dann darf ich euch noch jemand Neues vorstellen. Das ist die Susi, eine neue Araucana-Henne. Ne? Wie geht's hier? Noch ein bisschen schüchtern, aber die legt schon Eier, ne? Ich lasse sie auch mal wieder runter. Also weitermachen. Schönes Huhn. Ne? Und du? Was machst du hier? Guckst du hier Kamera oder was? Ja. Ja, hier sind wir jetzt in meinem Wohnwagen. Die Einzelteile von dem Gewächshaus liegen jetzt hier auf dem Tisch. Die Anleitung habe ich mir gestern schon intensiv angeschaut. Gestern auch schon die Vorderwand gebaut mit Türöffnung. Hat, glaube ich, fast 3 Stunden gedauert. Und das liegt jetzt nicht an meiner handwerklichen Begabung, sondern eher an dieser sehr, sehr genauen Anleitung. Ich habe schon einige Videos auf YouTube gesehen, die so ein Gewächshaus zusammenbauen und sagen immer wieder, die Anleitung ist der letzte. Ja, kann ich auf jeden Fall komplett nachvollziehen, wieso die Anleitung so kacke ist. Weil hier steht einfach nur, verbinden Sie die Profile 5B, 5C, 2x1F, 2x7I, 3E, 3F, 2D, 2C und sowas, wie abgebildet. Und dann ist hier ein Bild und dann soll man das zusammenbauen wie auf dem Bild. Ja. Wenn es das Bild wenigstens in scharf geben würde, dann würde man sehen, wie rum die Profile müssen und all sowas. Aber das gibt es anscheinend nicht. Ja, jetzt müssen wir uns mal hier durchkämpfen. So, man sieht jetzt hier die Vorwand von dem Gewächshaus mit der Türöffnung, wo ich gerade drin stehe. Und für das Modul habe ich gestern 3 Stunden gebraucht und ist noch nicht mal fertig. Also die Tür muss noch eingehangen werden und später am Ende noch das Beplanken. Das Wetter spielt immer noch nicht mit. Auf jeden Fall müssen wir jetzt das Modul 13a dran machen, das ist hier oben die Stange, damit später die Tür reinpasst. Und wir haben wirklich sehr schönes Wetter. Wo haben wir denn 13? Oh. Was ist denn jetzt hier los?
Manchmal weiß ich nicht, was ich von so Bausätzen halten soll. Ne? Also das hier wurde jetzt so gepredigt, so super, super, super. Aber von super sehe ich momentan noch gar nichts. Also alles hier lasch, labrig, instabil. Schönes Wetter. Also, naja. Ein Teil muss jetzt hier noch an die Seitenwand dran. Oder eher gesagt an die Türwand. Und dann ist sie fertig. Und ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir nutzen mal eben die schöne Zeit aus, um ein paar Eier sammeln zu gehen. Was habt ihr mir denn so Schönes da gelassen? Vielen Dank. Also ein paar Eier sind auf jeden Fall immer da. Ja? Weg damit, ab nach Hause. Ja, Freunde, das Wetter ist besser geworden und wir nutzen mal die Möglichkeit, um jetzt unseren Knoblauch in die Erde zu bringen. Sorte leider unbekannt, habe ich aus Holland ergattert. Deswegen kann ich euch leider nicht sagen, welche Sorte das ist. Im anderen Beet da drüben habe ich ja Knoblauch der Sorte Morado, den habe ich ja schon im Winter gesteckt, beziehungsweise im Herbst. Kann es sein? Das kann sein. Könnt ihr mal in den anderen Videos rumstöbern. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein Rundbeet, da sind meine Erdbeerpflanzen schon drin, haben wir gestern alles schön prima alles gepflanzt. Und da Knoblauch und Erdbeeren sich ja super vertragen, sich gegenseitig unterstützen, dachte ich mir mal, stelle ich ein bisschen Knoblauch hier zwischen, sollte eigentlich schon schön aussehen später. Und die unterstützen sich ja, und dann denke ich mal, sollte alles okay sein. Ich packe jetzt hier nicht ultra viel rein. Und ich mache einfach hier so ein paar kleine Löcher zwischendrin. Wenn ihr aufs Optische achten wollt, könnt ihr natürlich zwischen jeder Erdbeerpflanze zwei Stück reinpacken, so wie ich. Aber optisch ist mir das eigentlich auch Wurst. Und wie man sieht, sind schon manche ausgetrieben. Und wie ihr den jetzt in die Erde steckt, ist eigentlich relativ. Ob ihr den ein bisschen rausgucken lasst oder ob ihr den bis zur Spitze reinsteckt oder so. Das ist eigentlich euch überlassen. Es gibt viele Methoden. Aber ich stecke den meistens bis zur Spitze rein. Und schon ist der Knoblauch in der Erde. Und ja, hier sind wir jetzt neben meinem Beet, an dem großen Wassercontainer. Und auf jeden Fall stehe ich heute nicht nur ein paar Knoblauchzehen in der Erde, sondern auch ein paar Zwiebelchen. Das ist hier die Sorte Stuttgarter Riesen. Die werde ich jetzt hier verteilen, am Wassercontainer entlang, dann am Zaun, ungefähr bis zur Hälfte. Ab da soll es ja später dann mit Mais weitergehen. Hier sollen ja später dann verschiedene Kohlpflänzchen hinkommen. Zucchinis, Einlegegurken und. Aber erstmal hier die Zwiebeln in die Erde bringen. Das mache ich einfach so. Ich nehme hier so eine kleine Zwiebelchen mit der Spitze nach oben. Dann so 2-3 cm in die Erde bringen. Und ja. Und ja, ganz wichtige Frage, in welchem Reihenabstand setze ich die? Ich setze die ungefähr 10-15 cm auseinander. Dann sollten die eigentlich genug Platz zueinander haben.
So, Knoblauch und Zwiebeln sind drin. Und hier stehe ich jetzt in meinem neuen Gewächshaus. Oder eher gesagt, in dem zukünftigen neuen Gewächshaus. Fundament wurde schon aufgebaut, eingegossen. Ist an den Seiten oder an den Ecken schön fest. Und in den Seitenteilen liegen Steine, damit das nicht absacken kann. Und ja, hier in der Mitte habe ich wieder meinen Weg gemacht. Einfach wieder mit den Balken abgegrenzt. Rindenmulch drauf gezogen. Darunter natürlich eine Unkrautvlies, damit kein Unkraut durchkommt. Und hier finden dann in der Zukunft Tomaten, Paprikas etc. ihren Platz. Montage der Seitenwände. Verwinden Sie Profil 8B, 8C, 3x3L, 2. Sie wurden durch die Befestigungsplatte 22 mit 4C und 4D verbunden. Aha! Okay. Und dann noch ein super Bild. Also, da kann ja fast nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt erstmal Stange 8B, 8C, 3L, 7G, 4C und 4D. Okay. Okay. So. 3L. 8C, 3D. 7G. Und ja, wie ihr gerade seht, baue ich beide Seitenwände parallel auf. Das heißt, ich mache den einen Schritt erst bei der einen Seite, dann bei der anderen Seite. Und so sollten sich beide Seiten gleich schnell eigentlich fertig gebaut haben. Ja, und mal so ein kleines Update noch zu dem letzten Video. Wir haben ja die Tonne hier aufgestellt mit den Ringen drin. Und es hat jetzt ungefähr seit letzter Woche, ja, ich glaube, 3 Tage davon geregnet. Und mal sehen wir schon, haben wir schon 200 Liter drin. Also funktioniert gut das System. Also Gewächshaus und Gerätehaus speisen genug Wasser in den Container. So, endlich. Alle Module sind fertig, beide Seitenwände, voller Rückwand. Hat jetzt ein bisschen was gedauert, ein paar Schnittwunden durch die ganzen scharfkantigen Sachen. Also ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr euch so ein Gewächs kauft, legt die Schrauben, legt die Einzelteile alle sortiert zur Seite, weil das gibt sonst ein Tohu Wabohu. Also es hat jetzt echt was gedauert. Also nur die Module hier zusammenbauen haben jetzt 2 Tage gedauert, das Fundament zusammenbauen mit Gießen alles auch 1 Tag. Und ich denke mal, das Zusammenbauen und die ganzen Platten reinmachen dauert auch noch einen Tag. Ich würde es ja gerne heute zusammenbauen, denn ich bin so ein bisschen ungeduldig. Aber das Wetter lässt es nicht zu. Für heute ist eine Sturmwarnung rausgegeben und es ist auch gerade schon extrem windig. Das würde nur rumwabbeln die ganze Zeit. Deswegen, wenn euch das kleine Video dennoch gefallen hat, würde ich mich riesig im Daumen nach oben freuen, Freunde. Und ein Abo wäre auch cool. Und ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder bei einem neuen Video. Seid gespannt auf den Gartenrundgang im März. Der wird extrem cool. Einiges wurde hier im Garten verändert. Ansonsten, Freunde, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.